Poresta Next, das ist der neue modulare Badewannenträger. Seit Anfang 2019 ist er im Sanitärgroßhandel erhältlich. Die nächste Generation Wannenträger zeichnet sich durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus. Das kleine Packmaß ermöglicht einen problemlosen Transport und ein unkompliziertes Handling auf der Baustelle. Der Träger ist geeignet für Badewannen mit einer Länge von 1700 bis 1800 mm und einer Breite von 700 bis 800 mm. Ein Artikel, also passend für viele Wannen, heißt konkret für ca. 500 Wannen unterschiedlicher Hersteller. Die Verwendung des Poresta Next Badewannenträgers führt zu einer massiven Reduzierung des Lagervolumens. Außerdem kann der Badeplatz mit Schaltschutzzubehör die erhöhten Anforderungen der DIN 4109 sowie SIA und Ö-Norm erfüllen. Die Montage erfolgt durch einfaches Zusammenstecken der Bauteile. Wie genau Sie den Poresta Next Badewannenträger einbauen, das zeigt Ihnen jetzt Harald Schulze. Hier haben wir eine Wanne mit 170 x 75 cm. Bei Badewannen mit einer Innentiefe unter 43 cm muss der Poresta Next Badewannenträger gegebenenfalls gekürzt werden. Für die einfache Kürzung befinden sich Schnittmarkierungen im unteren Bereich der Seitenteile. Das ist hier aber nicht notwendig. Nun werden die Stirnseiten zusammengesteckt. Danach stecke ich den Träger zusammen. Jetzt werden die Seitenteile angepasst. An den Trägerseiten, die später an der Wand stehen werden, bringe ich ca. 5 cm von der Oberkante des Trägers die Wandabstandhalter an. Die Bodenabstützung wird für die benötigte Wannenbreite zugeschnitten. Für ein einfaches Kürzen sind auch hier Schnittmarkierungen angebracht. Ich schneide jetzt die Revisionsöffnung und die Aussparung für die Rohrleitung aus. Die Revisionsöffnung trenne ich angeschrägt heraus. Das vereinfacht das spätere Wiedereinsetzen. Jetzt drehe ich den Träger um und trage Poresta Wannenträger Montageschaum auf. Dann setze ich den Träger. Mit einer Wasserwaage wird der richtige Einbau kontrolliert. Nun positioniere ich den Ablauf und schließe ihn an die Ablaufleitung an. Auf den Trägerrand trage ich Poresta Wannenträger Montageschaum oder Poresta STP Konstruktionskleber auf. Ich fülle jetzt Wannenträger Montageschaum in die Hubböden der Bodenabstützung und setze sie ein. An dieser Stelle führe ich eine Dichtigkeitsprobe des Ablaufs durch. Die Verstellblöcke richten sich nun selbst aus. Die Wanne liegt fest auf den Verstellblöcken auf. Zum Schluss verschließe ich die Revisionsöffnung. Vor dem Verfliesen nehme ich eine Erstbelastung vor. Jetzt kann der Poresta Next Badewannenträger verfliest werden. Alle Informationen zu dem Poresta Next Badewannenträger finden Sie auf der Webseite www.poresta.com.